Hallo meine lieben Zuschauer und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Endlich mal wieder nach einer langen Zeit. Aha, waren das echt mal so viele? Okay, lol. Ich hab's einfach in den Ferien schlechthin nicht hinbekommen. Was ist los heute? Ich glaube, ich war zu lange baden. Was ich auch nicht hinkriegen werde, da muss ich euch leider enttäuschen, ist Urlaubs-Vlog. Aber ein Urlaubstrailer oder so ein Trailer von Sardinien müsste ich hinkriegen. Kann ich wahrscheinlich zusammenschneiden. Ja, sowas wird dann kommen in der Art. Ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Ich weiß nicht mehr, wo war es. Ach ja. Okay, also ich kann mich mit gar nichts mehr identifizieren hier. Weil ich schon so lange... What the fuck, haben wir viel Erde? So lange schon nicht mehr gespielt habe. Aber wird sich alles wieder einarbeiten. Jetzt weiß ich wenigstens wieder Bescheid, was in den Kisten ist. What the fuck, mir geht der Spielton gerade ein bisschen auf die Nüsse. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es ist leider so. Es ist gerade alles brutalst laut, finde ich. Deswegen, ich hoffe, man hört es in der Aufnahme trotzdem noch. Aber ich stelle jetzt einfach mal den Spielton ein kleines bisschen leiser an meinem Fernseher. Ja, kennt ihr das eigentlich, wenn ihr zu nichts Bock habt? Ja, und so, genau so ging es mir in den Ferien. Und ich habe es auch nicht hinbekommen. Ich habe es mir immer wieder vorgenommen und ich habe es einfach nicht geschafft. Es tut mir sehr leid, aber jetzt werden eigentlich wieder so relativ regelmäßig Videos kommen, verspreche ich euch. Und was auch kommt, ist auf jeden Fall... Was ist das denn? Ach so, da war das Netherportal dran. Das kann ich mal abbauen. Was ich auf jeden Fall rausbringen werde, ist ein Gewinnspiel. Es ist gerade noch am Schnippeln. Ich glaube, das rendere ich gerade. Ja, richtig. Ja, es kommt auf jeden Fall raus. Es gibt sehr tolle Preise. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Eigentlich hätte ich mir für das Geld ein Equipment kaufen können oder mehrere. Aber ich dachte mir, als Entschädigung, dass du so lange nicht mehr aufgenommen hast, kannst du doch eigentlich mal der Community einen Gefallen tun und so etwas machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Oh Gott, wo gehst du wieder nach Hause? Da drüben? Darüber, ja. Hört ihr das Klackern immer noch? Oh Gott. Muss ich mal abschaffen. Untergefallen. Oh Gott. Ich hoffe, die Soundqualität passt jetzt zumindest etwas. Was ich machen muss, oder was ich mir vorgenommen habe, einen Weg, deswegen habe ich mir die Distanz gerade mal angeschaut, einen Weg oder eine Zuglinie zu meinem anderen Dorf zu machen. Ich muss die Empfindlichkeit höher stellen, das ist doch so langsam. Ja, das werde ich auf jeden Fall darüber bauen, Zuglinie. Dann müssen wir noch fertig bauen. Also ich habe in den Ferien, nicht dass ihr denkt, ich habe überhaupt nicht aufgenommen. Ich habe 4 oder 5 Aufnahmen gemacht. oder so Testaufnahmen. Zumindest mal, die, weiß ich nicht, eine Viertelstunde ging, in denen ich eigentlich fast nichts geschafft habe, was nicht so schlimm gewesen wäre, sondern das Schlimme daran war, dass mich jedes Mal, und ich sag's euch, wirklich jedes Mal jemand gestört hat, entweder waren es meine Eltern, das Telefon oder irgendwas anderes. What the fuck, was habe ich hier gemacht? Ja, ihr seht schon, der Tunnel ist einigermaßen fertig. Ich glaube nicht, dass wir weiter müssen. Ich kann ja mal ganz kurz schauen. Dann sifft es mir hier zwar alles voll, aber das soll mir jetzt mal wurscht sein.
Nein, der See geht hier nicht wirklich weiter. Das heißt, haben wir irgendwas zum Zubauen dabei? Ja, der natürlich. Toll. Wo habe ich jetzt die Feder gehabt? Naja, egal. Hallo, komm ich hier jetzt irgendwann mal darüber, bitte. Danke. So. Vielleicht hat sich meine Stimme auch ein kleines bisschen verändert. Entschuldigung, ich muss mich mal ganz kurz räuspern. Ganz kurz. So, wieder da. Ja, ich weiß jetzt gerade echt nicht, was ich machen soll, aber wir haben ja Eimer und davon 5. Da ist unser Häuschen. Dann, ja, wir wollten den See natürlich tiefer machen, oder? Oder, hä? Leute, ich weiß gar nichts mehr. Nichts. Es ist furchtbar. Ich glaube, ich muss mir meine eigenen Folgen mal reinziehen, dass ich ungefähr weiß, was ich machen wollte. Also diesen Glitch müssen sie unbedingt beheben, dass sie da rausglitschen. Dass sie, schau mal, die stehen ja immer da draußen. Und manchmal stehen die ja hier. Da denkst du, what the hell? Wir brauchen Wasser, 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 Wasser. Ich schmeiß mal ein paar Sachen in die Kisten, die ich gerade nicht brauche, und nehme dafür andere Sachen mit, die ich brauchen könnte. Kisten. Da brauche ich nichts. Ja, Arbeitsmaterialien. Oh, wir müssen auf jeden Fall hier Eimer anfertigen, weil sonst können wir 10.000 Mal laufen. Okay, was ich da rein tue, ist auf jeden Fall Erde. Dann hier kam Sand rein. Wow, Sand haben wir ziemlich viel. Dann, was ich auch nicht brauche, ist hier Dingsbums Zuckerrohr. Kürbissamen, Weizensamen, aha. Baumsamen könnten wir mal sammeln hier. Und die zwei Sachen hier anpflanzen. Was hier hinten? Glas. Wo kommen die Stecken rein, würde ich mich fragen. Stecken, Stecken, Stecken. Ja, da sicher nicht. Warum ist das hier ganz oben? Kommen unten die ganz besonderen Sachen hin, oder was? Naja, dann müsste man Gold eigentlich da hoch tun. Oder mein Controller hing gerade irgendwie. Okay, die Stecken, weiß ich nicht, wo sie reinkommen. Ich schmeiß jetzt einfach mal. Sind da Stecken drin? Nee. Soweit es aussieht, nicht. Dann schmeiß ich die einfach mal hier rein. Ist mir jetzt egal. Oder sind in der Holzkiste zufällig Stecken? Die Holzkiste ist die hier. Stecken sind da nicht drin. Samen natürlich wieder hier. Was brauchen wir? Sattel, und wo habe ich die her? Ich habe übrigens einen Spawner gefunden. Da wir ja gerade auch friedlich haben, ich traue mich nicht, die Zombies einzuschalten. Momentan im Baummodus bevorzuge ich das. Ja, eher nicht. Warum schmeiße ich gerade alles hier rein? Naja. Ja, und deswegen habe ich mir eigentlich gedacht, wo kommt die Federn hin? Ich glaube, hier rein. Oder waren die drüben drin? Alter, ich weiß nichts mehr. Ich weiß es alles nicht. Nee, Federn sind hier nicht drin. Die sind... Ja, okay. Blumen. Das gehört zu essen. Das weiß ich. Oder zusammen. Hier zusammen oder hier zu essen? Hier zu essen. Blumen, 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 Blumen. Ich unterbreche mich immer selbst und weiß dann nicht mehr, was ich reden wollte. Das ist ganz besondere Eigenschaft von mir. Hahaha. Ha, ha. Die eigentlich so bescheuert ist. Essen. Die Karte haben wir anscheinend immer dabei. Halt mal, essen könnte ich eigentlich eins mitnehmen. Da hast du recht. Schaufeln brauchen wir. Halt, was mache ich denn eigentlich da? Und ich unterbreche mich tatsächlich immer wieder selbst. Ich bin so blöd, Alter. Ich
könnte mich gerade über mich selbst aufregen. Müll. Das gefällt mir nicht. Was ich hier mache manchmal. Was mache ich hier? Bogen haben wir auch. Lol. Okay, die Musik geht mir auch ein bisschen auf den Senkel. Aber lass ich jetzt mal drin. Was brauchen wir noch? Die Musik lenkt mich ab. Eimer. 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 Verstorscht. Hier können wir auch mal eine Workbench reinhauen. Ist aber nicht so schlimm, wenn keine dran steht. Oder hier oben oder so. Ja. Nein. Ernsthaft? Ich nehme schon 10 Minuten auf. Ernsthaft? Na, da merkt ihr, wie lange ich das schon laufen habe. 20 Minuten. Weil der Speicherintervall ist 30 Minuten. Also alle 30 Minuten wird gespeichert. Ja. Wo sind diese Eimer? Eimer, hallo. Alter, diese Mini-Fliegen. Ach da. Ach du Scheiße. So, ich glaube, das müsste reichen. Man kann nur 16 in einen Stack packen, okay. Dann nehme ich doch gleich mal einen Wassereimer oder zwei mit. So. Das ist unser See, unser halbwegs angelegter. Ich habe echt... Ach du Scheiße, jetzt weiß ich, was ich vorhatte. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich wieder so eine Sache, weißt du? Lust? Machen? Vielleicht. Ich verstehe es nicht, warum ich in den Ferien das nicht schaffe, Let's Plays zu machen, aber in der Schulzeit, weiß ich nicht. Kapiere ich selbst nicht. Ich verstehe die manche Dinge, die ich mache, selber nicht. Oh mein Gott. Kann ich hier noch... Warum kann ich das Wasser da nicht mehr rausnehmen? Muss ich da so ein Vierer-Ding machen? Ne. Toll. Ich nehme hier jetzt einfach mal random Wasser. Ja. So gut kenne ich mich noch mit Minecraft aus. Alter, es ist furchtbar. Wassereimer? Okay. Ja. Gut. Dann. Sorry an manche, die jetzt sagen: Ey, Digga, ganz ehrlich, aber du spielst so schlecht. Da muss ich euch sogar recht geben. Ja, es ist so, ich spiele grottig. Aber hat nicht jeder mal angefangen mit Minecraft? Ich meine, naja, in 30 Folgen alles zu können, alles zu wissen. Nein. Ganz ehrlich, nein. Nicht normal. Oder vielleicht schon, wenn man sich irgendwelche Wikis durchliest, was ich nicht mache. Weil ich sowas nicht mag, einfach. Also... Was heißt nicht mag, sondern ich mache es einfach nicht, weil ich zu faul dazu bin. Ich mache die Folge diesmal ein bisschen kürzer. Seid mir nicht böse. Ich muss mir da so ein System ausdenken. So random geht es irgendwie nicht. Sieht scheiße aus, weil das Wasser dann überall noch ein bisschen fließt. So ein System zum Wasser. Pflanzen. Mein Gott. Und es sollte eigentlich Tag sein. Das wäre auch noch schön. Weil solche Tränke kann ich noch nicht brauen. Siehst du? Hier, schau. Da, vergiss es. Kannst du es echt knicken. Manchmal. I need light. Weil ich mir auf dem Wasser nicht so einfach schaffen kann.
Also dieser angepflanzte See, ich weiß nicht, ob der gut aussehen wird. Kann ich euch nicht sagen. Ich habe da so ein anderes Prinzip, was ich noch machen könnte. Da müsst ihr mir aber dann sagen, ob das okay ist, weil, ja, weiß nicht. Ich leg da mal alles weg, weil ich das gerade nicht brauche. Und nimm mir das ganze, diese ganze untere Leiste mit Wassereimern, füll die noch, oder leer die, füll die noch schnell auf, ja, ja, bla. Leer die noch schnell aus. Sag mal, ich hab doch da, ja. Zum Thema. Das verstehe ich auch nicht. Manchmal. Ja, Minecraft. Die Welt der Wunder. Und der Enttäuschungen von Let's Playern. Ich kann ja mal hier provisorisch einfach hier so und nochmal hier einen hinkippen. Dass sich das schön ausbreitet, weißt du? Schön ausbreitet? Hallo? Lass mich verarschen. Hallo? Was? Ja, toll. Ich wollte eigentlich, dass sich das jetzt so ein bisschen. Ihr wisst schon. Wisst ihr vielleicht auch nicht. Kelly aka Mrs. Wheelock hier. Oh mein Gott. Was los mit mir? Zu viel Kelly geschaut? Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Ja, oh, nee. Ja. Nein. Oh mein Gott. Ja, gerade. Ich weiß nicht, ob es mir wirklich so gut geht. Liegt wahrscheinlich unter anderem auch daran, als ich einfach, keine Ahnung, ein bisschen depressiv bin. Ach, wieso versuche ich den Wasser einmal auszuschütten, wenn ich gar keinen Wasser mehr habe. Ja, aber das hat andere Gründe. Da muss ich jetzt leider sagen, sorry, zu privat. Aber ja, ich versuche euch natürlich das Beste zu liefern, was ich gerade aus mir selbst rausbringe. Dazu gehört natürlich auch diese Pünktlichkeit, wo ich jetzt dran arbeiten werde, dass alle Videos etwas pünktlicher kommen als sonst. Ich kann es auch so machen, ich lade nachts hoch und stelle einfach ein, soll dann und dann veröffentlicht werden, dann brauche ich das nicht machen, sondern dann macht das YouTube für mich. Das wäre für mich ehrlich gesagt viel bequemer, weil, ja, ich glaube, jeder Let's Player kennt das Problem und das erleichtert das natürlich schon um einiges. Deswegen werde ich das wahrscheinlich so machen. Dann werden die Folgen wahrscheinlich auch pünktlich kommen, soweit es YouTube schafft. Da bin dann aber nicht mehr ich daran verantwortlich. Daran, was? Daran verantwortlich? Was? Du Scheiße. Ihr merkt schon, ich bin heute nicht ganz bei der Sache und krieg mich nicht mit. Hör auf, diesen Stuss zu reden, Digga. Alter. Ein Hass auf mich selbst habe ich gerade irgendwie. Was denn das hier? Hör auf, diese privaten Sachen zu reden. Rede über Spiele. Ja. Gibt's noch was zum Ausschütten? Ja, gibt's. Ja, aber nicht. Wenn hier alles ausgeschüttet ist. Hier? Hallo? Ja. Ich werde dann wohl, weiß ich nicht, was ich jetzt machen soll. Was auch cool wäre, wenn es einfach hier so die Wassereimer so, weißt du, hier so schwupp. Und dann fallen die in irgendeine Kiste mit einem Trichter.
Trichter. Gibt es einen Trichter? Ich glaube nicht dran. Ich glaube, ich fange doch, wenn ich endlich meinen Gaming-PC kriege, Minecraft auf dem PC an. Das müsst ihr mir aber sagen. Denn, ja, es ist ein Neuanfang. Ich bin am PC noch noobiger als hier. Es wird noch schlimmer, aber wenn ihr sagt, ja, macht es, ist uns egal, dann werde ich das wohl so machen, dass ich die Let's Plays am PC mache. Dann müssen wir halt noch so lange warten, bis ich meinen Gaming-PC bekomme. Weil der PC jetzt, mit dem ich gerade aufnehme oder so, siehste, geht doch. Der ist nicht mal ARMA-tauglich oder weiß ich nicht. Also ich kann versuchen, jedes Spiel damit zu spielen und es wird nicht klappen. Ich spiele ARMA, 5 Minuten altes Live. Nicht mal irgendein anderes Game, weil das packt's eh nicht. Das packt er eh nicht. Sondern 5 Minuten altes Live. Und was passiert? Mein PC schmiert wegen Überhitzung ab. Ich spiele eine halbe Stunde Rust, mein PC schmiert wegen Überhitzung ab oder Rust selbst schmiert ab. Mein PC kriegt das nicht gebacken. Der ist mittlerweile auch, glaube ich, 7, 8 Jahre alt, weiß ich gar nicht. Acer Aspire 7 irgendwas. Könnt ihr mal googeln, falls euch interessiert. Viel hingekriegt haben wir diese Folge nicht. Dafür war das so ein bisschen die Laberfolge und das herzlich willkommen zurück. Was ich nächste Folge angehe, bevor ich diesen... Mit was habe ich das eigentlich gemacht? Was ist das denn? Sieht aus wie so... Was? Ist das Wolle? Ich habe das eigentlich mit Wolle gemacht. Das muss Wolle sein. Ja. Ich werde dann wohl... Warum schmeiße ich die Weizensamen weg? Nächste Folge erstmal hier einen Weg bauen und wahrscheinlich das Ganze etwas aufwendiger. Nicht so ein übler Weg hier, wie der hier, sondern das wird dann so ein Weg mit Parkett, also mit dem Holz hier, mit Steinmauern und hier Stein auf der Seite und das wird 3 oder 2 breit, das weiß ich noch. Ich glaube 2 breit. Also hier 2 Parkett, da Stein und da drauf eine Steinmauer. Und das auf beiden Seiten. Und das führt dann zu unserem anderen Dorf, das da drüben liegt. Finde ich eigentlich ganz schön. Und wenn der Bedarf noch da ist, könnte ich ja von hier aus oder von hier oder von hier oder von hier oder von hier, mir scheißegal, ein Bahngleis losgehen lassen, das dann bis zu meinem anderen Dorf geht. Aber darüber denken wir einfach noch nicht nach. Ja, ich freue mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was mich sehr motiviert, dass ich weiter Aufnahmen mache, sind tolle Kommentare. Neulich habe ich mir so unterm anderen Video die Kommentare mit euch gelesen. Es war einfach krass. Weißt du, solche Kommentare wie... weiß ich nicht. Irgendwelche Kommentare, die dich wirklich berühren. Und ja, das ist echt wow. Und ihr habt alles in der Hand. Wenn ihr sagt, nein, den klicke ich nicht mehr, dann werde ich nicht groß berühmt auf YouTube, was ich sowieso nicht werde, das weiß ich jetzt schon. Ich hoffe es natürlich, aber werden wird es wahrscheinlich nichts. Ich bin da, weiß ich nicht. Schön wäre es. Ich erhoffe es, aber weiß ich nicht. Naja, ihr habt alles in der Hand.
Ihr entscheidet darüber, darf ich weitermachen oder nicht. Weitermachen werde ich wahrscheinlich, aber ob ihr mich anschaut, das dürft ihr immer noch selber entscheiden. Und genau das finde ich so gut an YouTube. Ja, mal ein etwas besinnlicheres Ende. Bis zum nächsten Mal, schönen Tag noch, schönen Abend noch, was auch immer. Genießt's einfach und macht's Beste daraus aus eurem Leben. Wir sehen uns, bis dann, ciao.